Jetzt geht der Schläger wieder runter, geht der Schläger da. Einer geht noch, der letzte. Genau, wir haben heute das Rennen 9 und das ist nämlich Heat AC der Deutschen Kartmeisterschaft KF1. Und Michael, die erste Gruppe sieht folgendermaßen aus. Es ist nämlich so, dass in der Startposition 1 Dennis Olsen mit der Startnummer 44 von Startposition 1 starten wird. Der ist momentan in der Deutschen Kartmeisterschaft auf Rang 4 und fährt für Energy Course. Auf Startposition 2 haben wir den Marek Böckmann. Das ist auch ein Deutscher. Was heißt auch ein Deutscher? Ist der erste Deutsche eigentlich jetzt hier auf Startposition 2. Und der ist momentan aber nur 21. der Deutschen Kartmeisterschaft. Ja. So, Entschuldigung, siehst du, man muss so viel Knöpfchen bedienen. Und das ist für einen älteren Herrn nicht so einfach. Michael Walther, der schnelle Pilot hier Heimbahn müsste er seinen Vorteil ausspielen können, der AK-Pilot vom MC Waldkreiburg. Daneben David Detmers, und den hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Der Mann liebt diese Bahn, der Toni-Pilot vom KSM Racing Team, der wird wieder seine Show abziehen. In Startreihe 3 haben wir dann auf Startposition 5 Matthew Graham, den Briten mit der Startnummer 54. Der fährt für Kaiser Racing und ist momentan Sechster der Deutschen Kartmeisterschaft. Auf ja. Ja. Dann haben wir Thomas Krebs, den Pechvogel des ersten Laufes, in der letzten oder vorletzten Runde ausgerollt. Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell. Ja, Michael, jetzt warst du zu schnell. Wir haben nämlich noch auf Startposition 6 den Polen Karol Wasz. Der fährt das BMW befeuerte Kart vom DBRK Official Racing Germany. Und der ist auf Startposition 6 mit der Startnummer 1. Ja, die Startnummer 3, der Mann aus Dänemark, der Maranello-Pilot. Thorsten Krebs, und ab geht es. Sorry, Thomas Krebs, der vorhin so viel Pech hatte. Wer ist gut vorne weggekommen? Ganz klar, das Kart in Blau, das ist Dennis Olsen, gefolgt von der 27, und das ist Michael Walther. Walther hat sich gleich mal auf 2 schieben können. Wenn er diese Position behalten könnte, wäre er happy. Die 47 daneben, das ist Marek Böckmann, Toni, und dann kommt, wo ist Detmers? Weit zurückgefallen, David Detmers auf die 7., 8. Position zurückgereicht worden, also David Detmers wieder mal am Start relativ schlecht weggekommen und muss jetzt versuchen, die Lücke wieder zuzufahren. Ist schon dran an Dylan Pereira, der Luxemburger, der mit portugiesischen Wurzeln. Dennis Olsen 1, Matthew Graham 2, Thomas Krebs 3, zurückgefallen. Michael Walther, der RK-Pilot, der Lokalmatador, zurückgefallen auf 4, Marek Böckmann 5, Dylan Pereira 6 und David Detmers 7. Noch weiter zurückgefallen ist die Startnummer 1. Das ist Karol Wasz, der RK-Pilot, der im Moment seinem Ruf überhaupt nicht gerecht werden kann. Nicolas Masson auf 9 und Rick Nadin, ein weiterer schneller Luxemburger, im Moment auch so ein bisschen vom Pech verfolgt, in der 10. Gesamtposition. Nicht weggekommen, warum auch immer, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Annika Lundin, wo ist das Mädel in Gelb? Annika Lundin, die schnelle Kölnerin, nicht mehr mit von der Partie. So, der Michael trinkt jetzt erstmal was, damit sein Frosch aus dem Hals verschwindet. Die führenden Dennis Olsen mit der Startnummer 44, danach 54 Matthew Graham mit der Startnummer 54, dann auf Platz 3 Thomas Krebs mit der Startnummer 3. Und da haben wir auch eine beste Zeit vom David Detmers mit der Startnummer 7, eine 44.136. Ja, die Lok kommt ans Laufen bei David Detmers. Kohle, Dampf ist genug da. Also jetzt beginnt wieder die Aufholjagd. Jetzt hat das außenrum probiert. Das ging nicht. Auf die lange Gerade. Und da rauschen 2, 3 Karts zusammen. Und Detmers hat eine Position wieder verloren. Ist irgendwo aufgelaufen auf ein Kart. Ist, glaube ich, jetzt auf 7 zurückgefallen. Olsen, Graham, Krebs, Walther, die ersten 4. Pereira 5, Wasz 6, Böckmann 7, Masson, Nadin, Detmers zurückgefallen bis in die 10. Position. Also Aufholjagd gestartet, aber abgeblasen, abgeblockt, wie auch immer. Er muss einen neuen Anlauf nehmen, hat jetzt freie Bahn, wird jetzt versuchen, sich so schnell wie möglich von den Verfolgern zu trennen. David Detmers
ja, die Glückszahl 7 ist für ihn mit Sicherheit keine Glückszahl. Wir haben uns zwar schon begrüßt, aber trotzdem nochmal herzlich willkommen. Der Mann für die Bilder, schreiben tut jemand anders, aber Bildchen machen kann er ganz gut. Der schlanke junge Mann von Piste. Also, wir haben die ersten drei Führenden, Dennis Olsen mit der Startnummer 44, danach Matthew Graham und Thomas Krebs mit der Startnummer 3. Danach dann schon ein kleines Loch, möchte man sagen, mit der Startnummer 27, Michael Walther, der da bisher nicht so ganz mit den Top 3 mithalten kann. Ja, nicht ganz mit den Top 3 mithalten kann und vielleicht auch etwas enttäuscht für ihn. Er ist ja einer der Lokalmatadoren, so muss man das so sagen. Und Tim Zimmermann hat es weit zurückgereicht. Tim Zimmermann, die Startnummer 4, auch ein Maranello-Pilot in der 18. Position. Freunde, das ist gar nicht. Kartfoto.de und Dirk Volko. So, jetzt ist der Groschen gefallen. Dirk, das ist zu viel Sonne, Entschuldigung. Dennis Olsen, Thomas Krebs, Matthew Graham, Walther, 19. zurück. Die Zeiten sind ansprechend. Jetzt fährt er auch wieder die 43,8 schneller wie Matthew Graham vor ihm, der Zanardi-Pilot aus Großbritannien in der 3. Position. Carol Basch auf 5 hat sich etwas lösen können. Dylan Pereira, der Luxemburger 6. Marek Böckmann, der Solist, der Toni-Fahrer, der mit der 47 auf 7 ist. Rick Nadin auf 8, Marcel 9 und Detmers nach wie vor in der 10. Position. Detmers hat freie Fahrt. Jetzt müsste man auf die Zeit gucken. David Detmers 43,8. Das ist aber nur die zweitbeste Zeit. Beste Zeit wird gefahren von Marek Böckmann. Böckmann mit einer 43,7. Karol Basch 43,6. Neue Bestzeit. Karol Basch, der Pole auf dem RK-Chassis, der straft uns Lügen, als wir gesagt haben. Das ist im Moment nicht die Saison von Karol Basch. Aber er gibt Gas. Dennis Olsen vorneweg. Der kann seine Pace, ja, eigentlich oder braucht seine Pace nur nach sich zu richten. Braucht auf keinen anderen Rücksicht zu nehmen. Der Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, Thomas Krebs, vor dem Maranello-Piloten schon 8 Zehntel. Und damit kann er sich seine Fahrt auch einteilen. Kann sich seine Fahrt einteilen. Ein Toni-Pilot steht draußen. Ist ein Toni-Fahrer mit einem weißen Helm. Die Nummer können wir jetzt noch nicht erkennen, aber wird gleich recherchiert, kontrolliert, überprüft, was auch immer. Und das ist Viktor Rotstedt. Viktor Rotstedt, der Mann aus Dänemark, das vorzeitige Aus. Schade. Damit haben wir zwei Dänen draußen. Rotstedt ist draußen und Martin Mortensen ist draußen. Also die beiden Dänen nicht mehr mit von der Partie. Annika Lundin hat das Rennen doch wieder aufgenommen, war beim ersten Durchgang nicht mit registriert worden und fährt jetzt in der 24. Position, das Mädel in Gelb. Also Christel von der Post in der 24. Position, Annika Lundin. An der Spitze nach wie vor Dennis Olsen. Schnelle Zeit jetzt von Alexander Kowalski. Die Startnummer 46. Auch er kann richtig Gas geben. Die Startnummer 46. Alex Kowalski doch von relativ weit hinten gekommen. Und ja, 12. Platz. Alexander Kowalski, der Mann aus Polen. Aber im Moment schnellster Fahrer. Und jetzt neue Bestzeit. David Detmers. Jetzt hat er endlich das Gaspedal gefunden. David Detmers. Flott unterwegs, jetzt mit einer 43,358, versucht das verlorene Terrain wieder aufzuholen, versucht auf Rick Nadin aufzuschließen. Walther bleibt in der 4. Position, 43,5, seine persönliche Bestzeit, jetzt in der 8. Runde gefahren. Was schön zu sehen ist, Michael Walther mit der Startnummer 27, jetzt auf 3 hat Matthew Graham überholen können und genau jetzt wird es eingeblendet. Michael Walther jetzt auf Position 3 vor Matthew Graham. Zunächst sah es ja so aus, als würde er den Anschluss verpassen, aber hat es doch noch geschafft, Matthew Graham zu überholen. Aber eine andere Frage, Michael, was macht eigentlich Anastasia Mironova? Die ist von Startplatz 14 ausgestartet. Ja, da müssen wir gucken. Sie ist, wo ist sie denn auf überhaupt? Platz 16. Auf der 16. Position. Also unsere bildhübsche Dame aus Russland, die im Zeittraining etwas oder positiv aufgefallen ist. Im Rennen kann sie die Pace im Zeittraining nicht oder die Pace des Zeittrainings nicht ganz mitgehen, aber David Detmers kann es. Der hat wieder eine Position gut gemacht. David Detmers hat sich verbessert auf 7. Detmers vorbei an Rick Nadin. Also der D-Zug Toni und Detmers läuft, kommt ins Rollen.
und Marek Böckmann mit einer neuen Bestzeit. 43,2. Soll er nicht sagen, es liegt am Material. Marek Böckmann 43,2. Neue absolute Bestzeit. Aber vorne, da spielt die Musik um Dennis Olsen. Der braucht nicht alles zu riskieren. Der fährt seinen Strich, der fährt seine Linie, kann auf Reifen schonend fahren, kann versuchen, vorne den Vorsprung zu halten, kann versuchen, Thomas Krebs nach wie vor in der zweiten Position zu halten. Der Mechaniker von Marek Böckmann geht da unten rauf und runter, schlägt die Hände zusammen, ist nervös, wird sich am liebsten irgendwo im Wald verkriechen, aber das nützt auch nichts. Marek Böckmann mit schnellen Zeiten, 43,2, 43,2, jetzt unterwegs, also er ist zurzeit der schnellste Mann auf der Strecke. Und wir können ganz klar sehen, am Anfang des Feldes ganz vorne Dennis Olsen auf 1, immer noch Thomas Krebs auch auf 2. Da bildet sich so eine kleine Lücke zu Michael Wald her, Startnummer 27. Der kann das Tempo nicht so ganz mithalten. Genau hinter Michael Wald her dann die Startnummer 54, Matthew Graham. Vielleicht kriegt er ihn noch, den Michael Walter. Was meinst du denn, ja, Michael? Ja, hoffen wir nicht, denn Walter hat ja vorhin Matthew Graham, den Zanardi-Piloten aus England, überholt. Und er müsste eigentlich die Pace mitgehen können, wenn wir uns die letzten Rundenzeiten angucken. Dann sieht man auch, Walter war ein gutes Zehntel schneller wie der Mann in der vierten Position. Der Zanardi-Pilot William-Jan Kaiser war hier oben. Der hätte das gerne anders gesehen. Der Matthew Graham ist einer seiner Piloten, aber er kann die Pace von Michael Walter, der die Bahn natürlich auch aus dem FF kennt, nicht ganz mitgehen. Drei Runden sind noch zu fahren. Wenn Dennis Olsen jetzt kommt, geht er in die vorletzte Runde. Zwei Runden noch für Dennis Olsen. Zwei Runden noch für Thomas Krebs. Zwei Runden noch für Michael Walter und auch Matthew Graham. Carol Bush hat sein Pulver verschossen, kann die Pace nicht mehr ganz mitgehen. 43,3. Schnellster Fahrer im Feld nach wie vor Walter. Im Moment in der vorletzten Runde nochmal neue persönliche Bestzeit. Also hätte er die schnellen Zeiten direkt zu Anfang fahren können, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Walter auf 3 mit einer neuen schnellen Runde, wobei die Bestzeit nach wie vor gehalten wird von Marek Böckmann, der allerdings weiter 43,2 Zeiten fährt. Also er ist nach wie vor sehr schnell unterwegs, hat auch nur 3 Zehntel Rückstand auf Karol Bach. Wir gehen in die letzte Runde. Letzte Runde wird angezeigt. Letzte Runde läuft. Olsen, Krebs, Walter. Die drei sind durch. Neue Bestzeit von Matthew Graham. 43,13. Der Zanardi-Fahrer kommt nochmal, will nochmal, aber da ist der Abstand zu groß. Das kann er mit 1-2 Zehntel hier, ja, das war nicht mal, doch, es ist ein Zehntel, die er jetzt schneller war. Das kann er so nicht zufahren, dafür war der Rückstand von 4 Zehntel zu groß. Also, wenn Walter jetzt nicht noch einen Knoten fährt, dann bleibt er zumindest auf 3. Und da vorne kann sich noch was zuspitzen. Thomas Krebs kommt noch mal näher in der Wirtshauskurve. Letzte Möglichkeit, Olsen zu attackieren. Ja, das ist aber eine schwache Möglichkeit gewesen. Olsen gewinnt auch diesen Lauf. Und neue Bestzeit, persönliche Bestzeit von Zimmermann jetzt in der letzten Runde. Aber da geht es um den 17. Platz. Meine Güte, was ist los bei Tim Zimmermann? Schnellste Rennrunde insgesamt gefahren von Matthew Graham mit einer 43,13 in Runde 14. Carol Bush, ja, 5. Platz, das ist nicht schlecht, aber auch nicht das, was man eigentlich von einem absoluten Profi, von einem Bergfahrer verlangt. Da muss man sagen, Dennis Olsen, auch wenn die gesamte Energy-Mannschaft leichte Probleme hat, das ficht einen Dennis Olsen nicht an. Dennis Olsen, Energy Course, der Norweger, gewinnt auch seinen zweiten Heat. Thomas Krebs im zweiten Heat, Gott sei Dank erfolgreicher, nachdem er im ersten Heat aussteigen musste. 1-2 Runden vor Schluss war Schluss mit der Herrlichkeit, war Schluss mit der Technik. Michael Walter, der Lokalmatador, ja, ist seiner Favoritenrolle hier doch einigermaßen gerecht geworden, der RK-Pilot. Vom MC Waldkreiburg in der 3. Position. Dann haben wir auf Platz 4 den Briten Graham Matthew, oder andersrum Matthew Graham vom Kaiser Racing. 1,3 Sekunden auf den Führenden verloren. Auf Rang 5 haben wir den Polen Karol Basz vom DPRK Official Racing Germany Team.
Und auf 6, ich möchte sagen, einer der größeren Verlierer, er nämlich von 2 gestartet, jetzt nur als 6. ins Team gekommen, Marek Böckmann, der Deutsche. Was sagst du dazu, Michael? Ja, auch da muss man sagen, genauso wie David Detmers, leider am Start verloren. David Detmers war auch weiter vorne und konnte dann diese Position nicht halten. Er war von 4 gestartet, zurückgefallen auf 7. Marek Böckmann von 2 gestartet, zurückgefallen auf 6. Hat aber zum Schluss wieder aufholen können. Also beide haben sich dann relativ schnell wieder erholt. Und Rick Nadin ist dann in der 8. Position. Ja, mindestens 2 Positionen gut gemacht. Rick Nadin, der Luxemburger, der Cosmic-Pilot vom M&M Racing Team auf 8. Und Dylan Pereira, der Luxemburger, der für das Dams Racing Team unterwegs ist und auch mit Toni unterwegs ist. Und auch da, ich habe eben mit dem Vater gesprochen, so ganz happy, so ganz glücklich ist man auch mit dem 9. Platz mit Sicherheit nicht. Dylan Pereira in der 9. Position. Die Top 10 vollendet eigentlich der Pole Kowalski, Alexander Kowalski, um genau zu sein, er vom MM Racing Kart Team mit 7,2 Sekunden auf den Führenden. Er ist von Startposition 12 aus gestartet, als 10. hat er das Rennen beendet. Ja, ich denke, da wäre auch mehr drin gewesen. Auf 11, Nicolas Marsan, ich drehe immer die Namen rum, weil es vorhin andersrum wäre. Man möge mir verzeihen, also Nicolas Marsan auf 11 vom DEP Competition SRL-Team, auf 12 Daniel Bronenko von Andrei Tschupenin und 13 Michael. 13 Oliver Braun, ein weiterer Pilot des TB Racing Teams. Florian Stüger für, naja, gut kann man nicht sagen, aber ein persönliches Ergebnis des RK Racing Team Piloten, der junge Mann aus Hamburg, Florian Stüger auf 14, Dominik Hofheinz auf 15, Anastasia Mironova, deine Freundin, auf 16. Auf 17 haben wir den deutschen Tim Zimmermann von RS Motorsport, dann den Malaysier auf 18, Nick Azri Hamdan von Kaiser Racing, 19 Julian Wagner von MTEC Praga Racing. Auf 20 Stratios Kelagitsis, ein weiterer Kaiserpilot, der Mann aus Griechenland, Christopher Friedrich, der MTEC Praga Pilot, auch da muss ich ehrlich sagen, hatte ich etwas mehr erwartet. Julian Wagner, Christopher Friedrich kommen beide aus der Rotax Challenge, haben die ersten beiden Rennen ganz klar überzeugt. Jetzt hier schwächeln sie etwas, warum auch immer. Florian Thomas 22, Alexander Müller 23 und ja, meine Freundin aus Köln, Annika Lundin, die AVG-Pilotin, nur auf einem 24. Platz. Schade. Kommen wir nun zu den letzten Vieren auf Platz 25. Der Schweizer Luca Wenker von Wenker Racing mit knapp 21 Sekunden auf den Führenden. Dann 26 Marc Pottmann, der Niederländer, mit 24,08 Sekunden auf den Führenden. 27 Viktor Rotstedt, der Däne. Und 28 Martin Mortensen, ebenfalls Däne. Für die Dänen war es jetzt nicht so versöhnlich, möchtest du sagen? Genau. Roland Christ, bitte Fahrer und Pedaler. Start Nummer 65 ist Roland Christ, Frage 1 und Wort für Stuart. Start Nummer 65 ist Roland Christ, Frage 1 und Wort für Stuart. Immediately. And Start Nummer 255, Start Nummer 255. Jakub Waraki, Fahrer und Bewerber zu den Vorkommissaren. Start Nummer 55, Jakub Waraki, Driver and Transport für Stewards, immediately. Okay, das war ein Rennen, das war nicht lange. Das ist eine echte hier unten auf der Strecke. Das war nicht lange. Und dann sehen wir unseren Homie-BD. Mit. Das ist ja voll. Ja, das
So, Freunde, auf der Strecke Marvin Dienst mit dem BMW. Marvin Dienst, ja, von etwas mehr wie 40 PS zu 140 PS und er lässt das Ding fliegen. Ja, wir wollen wieder Starter sind bei euch im Talent Cup?
16 Teilnehmer, also noch überschaubare Felder, aber wenn die auch einmal losdonnern, ne, dann beginnt die Luft. Die waren eine absolute Weltklasse-Performance und es ist wirklich toll, das alles gut anzusehen. Ja, wo kann man sich das ansehen dieses Jahr? Wir sind auf ganz tollen und vielen Rennstrecken. Ansehen selber geht ein bisschen schwer und ich guck mal kurz. Und dann André Matisic auf dritter Stelle. Die vierte Position, Startnummer 54, Matthew Graham.
Der konnte sich bis jetzt eine Position nach vorne kämpfen, gestartet von der Startposition 5. Also vorne jetzt die Startnummer 44, dann 27, 3 und 54. Und sie kommen auf die Zielgerade. Die erste Runde ist rum. Anführer an der Stelle Dennis Olsen, dann Michael Walther, dann Thomas Krebs, Matthew Graham, Dylan Pereira, Nicolas Marsan, René Binder, Joel Affolter, Jean Norris und Lukas Speck. So lautet die jetzige Reihenfolge. Und da hat sich einer gedreht. Die Startnummer von hier ist schwer zu erkennen. Gut, das passiert. Eine Berührung und dann hat man sich auch schon mal schnell gedreht. Das war die Startnummer 35. 35, der Dennis Arnogin, der Deutsche, von der Startposition 20 aus ins Rennen gestartet. Vorne unverändert Startnummer 44 und die zweite Position überholt die Startnummer 3 an 27 und die 27 ganz knapp hinter der Nummer 3. Also die neue Führung, nicht die neue Führung, Dennis Olsen auf Startposition 1, danach Thomas Krebs, dann Michael Walther und Matthew Graham. Da wird die gelbe Flagge geschwenkt. Die 39 steht da im Abseits. Die Nummer 39 ist Viktor Rotstedt, der Däne, der von Startposition 25 aus ins Rennen ging. Vorne unverändert die Startnummer 44, Dennis Olsen, mit einer Zeit von 44,179. Das dürfte die bis jetzt schnellste Zeit sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist sie. Dennis Olsen mit der Startnummer 44, dann Thomas Krebs, Matthew Graham, Michael Walther, Dylan Pereira, Nicolas Marsan, Joel Affolter, dann René Binder mit der Startnummer 86, jetzt auf dem Platz 8, dann John Norris auf 9 und Lukas Speck auf 10. Da kann sich der Dennis Olsen einen kleinen Vorsprung ausarbeiten. Das sind so 10, 15 Meter zwischen ihm und dem zweiten Thomas Krebs. Dahinter das Feld bunt gemischt. Und da zeigt noch 11 Runden die Startnummer 44 wieder durchs Ziel. Die Zeit jetzt eine 43,797 für den Dennis Olsen, dann Thomas Krebs, Matthew Graham, Michael Walther, Dylan Pereira, Nicolas Marsan, Joel Affolter, Jean Norris, René Binder und Lukas Speck. Also die, möchte man sagen, die Platzierung, möchte man sagen, die Reihenfolge unverändert bis dato. Die Startnummer 44, 10, 15 Meter immer noch Platz nach vorne. Da kann Thomas Krebs noch nicht ganz in Schlagdistanz kommen. Da fährt einfach die Nummer 44, Dennis Olsen, einen guten Stint, möchte man sagen. Aber jetzt Thomas Krebs mit einer besseren Zeit, mit einer 43,656 und gleich wieder Dennis Olsen mit einer 43,620 und Matthew Graham jetzt mit einer Bestzeit 43,602. Also Sie hören schon, hier geht es Schlag auf Schlag, dauernd neue Bestzeiten. Die ersten drei sind da von der Zeit her schon gleich auf, möchte man sagen. Die Startnummer 44 dennoch 10 Meter ungefähr vor Thomas Krebs. Wenn der jetzt keinen Fehler macht, kann er das Ding womöglich nach Hause fahren, möchte ich behaupten. Also vorne die Startnummer 44, Dennis Olsen, Thomas Krebs, Matthew Graham und Michael Walther auf 4. Und da hängt die Startnummer 57 an der 25 dran. Das ist Nicolas Marsan, ganz dicht hinter Joel Affolter. Der ist in Schlagdistanz, kann ihn eventuell in der nächsten Kurve kommen. Und die Platzierung immer noch Dennis Olsen unangefochten auf erster Stelle. Dann Thomas Krebs mit der Startnummer 3, Matthew Graham, Michael Walther, Pereira Affolter, Marsan, Norris und Speck. Marshall auf der 10 und damit wäre die Top 10 bis dato komplett. So, noch 8 Runden zu fahren. Ab geht's über die Ziellinie. Die Abstände sind eigentlich, wie man sehen kann, relativ konstant zwischen den Fahrern. Es ist nicht so, dass sich
hier eine Gruppe gebildet hat, die sich eigentlich absetzen kann, bis auf den Dennis Olsen vorne, der ungefähr 10 Meter Vorsprung hat zur Startnummer 3. Thomas Krebs ist eigentlich alles vom Abstand her fast gleich, bis dieses kleine Grübchen um die Startnummer. Welche Startnummer ist denn das? Da hinten die rote. Siehst du das, die 3? Ja, gleich um die Startnummer 33. André Matisic, der jetzt über die Ziellinie fährt. André Matisic und die Startnummer 86, René Binder, die sind da ganz eng auf und die Platzierung nach wie vor. Dennis Olsen an der Spitze, Thomas Krebs, Matthew Graham, dann Walter Pereira, Afolta, Marçon, Norris, Speck und Marshall. André Matisic mit der Startnummer 33, der eigentlich als Zweiter ins Rennen ging, ist weit zurückgefallen. Der ist nämlich jetzt nur noch auf der Startposition 12, wie ich sehen kann. Ja, auf der Startposition 12. Der hat ja 11 Plätze verloren. Der hatte anscheinend ein kleines Problem und wurde da natürlich sofort durchgereicht. Und wieder geht's durchs Ziel. Dennis Olsen auf erster Stelle, dann Thomas Graves, Matthew Graham, der jetzt eine 43er Zeit fährt, 43.240, um genauer zu sein. Michael Walter, die 4, Dylan Pereira 5, Joel Afolta 6, Marçon, Norris, Speck danach und Marshall komplettieren die Top 10. Matthew Graham und Michael Walter, also die Nummer 54 und die Startnummer 27. Beide fahren sie schneller wie die Spitze. Und sie kommen wieder durchs Ziel. Dennis Olsen auf 1, Thomas Krebs auf 2, Matthew Graham auf 3. Also die Top 3 unverändert. Danach Michael Walter auch eher noch auf 4, Dylan Pereira auf 5 und so weiter. Joel Afolta, Norris, Marçon auf 8, Speck 9, Marshall 10. Und der Abstand, möchte man meinen, wächst zwischen der Startnummer 44, zwischen Dennis Olsen und Thomas Krebs, wächst. Dahinter die 54, hinter der Startnummer 3, Matthew Graham hinter Thomas Krebs. Ob er den noch bekommt, dahinter die Startnummer 27, Michael Walther. Michael Walther, eine neue Bestzeit, 43.232, die Zeit jetzt für ihn zum Vergleich. Die Zeit für Dennis Olsen an der Spitze 43.317. Jetzt hat sich doch schon eine kleine Lücke gebildet zwischen den ersten Vieren und dem fünften Dylan Pereira, also Dennis Olsen, Thomas Krebs, Matthew Graham, Michael Walther und dann eine etwas größere Lücke jetzt zwischen dem viertplatzierten Michael Walther und Dylan Pereira. So, neue Bestzeit jetzt wieder von Michael Walther. Da scheinen die Reifen richtig auf Temperatur gebracht worden sein. Die kleben jetzt wie die Sau, kleben die jetzt. 43.164 für den Michael Walther, jetzt die neue Bestzeit. Und da ist er anderthalb Zehntel schneller als der Dennis Olsen an der Spitze. So, die Spitze immer noch Dennis Olsen, Thomas Krebs, Matthew Graham, Michael Walther. Noch 2 Runden zu fahren. Und der Michael Walther, habe ich es gesagt, die Reifen, die kleben wie die Sau. Jetzt auch, er verbessert sich wieder. Jetzt eine 43.078, 43.078 zum Vergleich. Dennis Olsen an der Spitze, 43.267. 2 Zehntel ist Michael Walther schneller als Dennis Olsen. Die Lücke zwischen Dennis Olsen und Thomas Krebs nach wie vor unverändert. Dahinter die Startnummer 54, Matthew Graham. Und neuer Mann auf 2. Oh, da hat die Startnummer 3 irgendein Problem, wird da sehr langsam. Michael Walther eben noch
die schnellste Zeit gefahren. Jetzt rollt er ins Gras und die neue Führung, was heißt die neue Führung? Die neue Top 3, Dennis Olsen, Matthew Graham, Michael Walter ist raus. Michael Walter, nicht Michael Walter ist raus. Die neuen Top 3, Dennis Olsen, Matthew Graham, Michael Walter, das sind die neuen Top 3. Die Startnummer 3, Thomas Krebs ist raus. Es war nicht Michael Walter, ich habe mich verschaut, tut mir leid. Thomas Krebs, der eben noch auf Platz 4 war, ist somit ausgerollt. Also jetzt die neue Top 3, Dennis Olsen, Matthew Graham, Michael Walter. Da hat der Michael natürlich Glück gehabt, ja. Der konnte natürlich diesen Platz einheimsen. Und wir sehen jetzt den Abstand zwischen den Top 3 und da wird die Startnummer 44 stark attackiert von der 54. Ist schon abgewunken. Im Renngeschehen kann man das auch mal leicht übersehen. Also abgewunken. Die Sieger, beziehungsweise der Sieger, Dennis Olsen. Erstplatzierter, zweitplatzierter Matthew Graham, drittplatzierter Michael Walther. Also die 15 Runden sind komplett. Dennis Olsen, Matthew Graham, Michael Walther. Die Top 3 danach Affolter, Pereira, Norris, Marçon, Speck, Marschall und André Matisic. Der konnte sich nochmal auf den 10. Platz vorarbeiten. Sonny, er ist von Sonny.
mehr runter, umsonst. Genauso wie er zieht alleine das Kalz, ich bleib stehen, ich gang hin. Und er zieht und zieht und zieht. Ich renn da nicht nach. Das ist normal bei dem. Hätten wir einfach die Handschuhe gehen können, ich hätte vorhin auch anfangen. Ja, so also, wenn ich drin bin. Auf die Minuten kommst du nicht drauf an, oder? Der war ja so gesehen, war er ja in Sicherheit. Lasse Paulsen from Denmark, please come in the race control. Lasse Paulsen und Patrick Leudl, bitte in die race control. Maranello-Pilot ist dann aber, nein, ist nicht der Maranello, sondern...